Hallo und seid gegrüßt und willkommen zurück zu einer erneuten Folge von den Datensimulator. Falls ihr euch wundert, die Sicht hat sich hier ein bisschen geändert. Wir haben das Sichtfeld von 60 auf 90 aufgesetzt. Dafür haben wir halt jetzt auch einen besseren Blick. Und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sieht auf jeden Fall besser aus als auf 60. So, da haben wir einen viel besseren Überblick. Ja, die Katze rennt mal wieder durch mein Beet. So, was wir jetzt erstmal hier machen müssen, ist hier erstmal gießen. Tag 9. 9 Uhr. Und unsere Aufgabe ist immer noch Pflanze, Blumen an- und ernte sie. Pflücke 0 von 5 Primeln und Dünger, stelle Dünger her, um hochwertige Ernte zu erhalten. Das werden wir sofort machen. So, 159 Taler haben wir. Und 10 mal Unkraut. So, dann nehmen wir uns hier schon mal den Dünger. Dann könnten wir hier schon die Paprika düngen. Weil wir wollen ja gute Qualität. So, das bringt natürlich alle Erfahrungspunkte. So. Werden wir bitte nochmal alle schnell fertig gießen. Peperomi. Ja, dauert noch ungefähr 3 Tage. So, wir müssten dann auch mal Rasen mähen. Und natürlich nicht zu vergessen, das Unkraut hier überall rauszuziehen. So, Unkraut haben wir 7 Stück. Das ist hier alles, ja, kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, davon müsste ich dann später noch einbauen, weil einer ist auf jeden Fall viel zu wenig. So, da hat er sich versteckt. So, 100% hätten wir erstmal. Hier haben wir noch ein Unkraut, das packen wir einfach mit darauf. So, Unkraut noch 5 Stück. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Wir werden hier erstmal das hier fertig mähen. Weil sonst wird das hier echt zu viel langsam auf den Rasen. Wenn wir dann später erstmal den großen Rasen mehr haben, geht der viel, viel schneller. Aber was sein muss, muss sein. Ihr hört natürlich hier auch alle dazu.
Wenn wir dann irgendwann mal später den großen Rasenmäher haben, den elektrischen, dann ist das hier nämlich alles viel einfacher. Es war hier manchmal ein bisschen mühsam mit den Rasen, aber was willst du machen? Der Rasen muss nun mal runter, also müssen wir natürlich auch extrem Hand anlegen. So, die Müllsäcke müssen wir natürlich dann auch noch entsorgen. Weil wenn wir später wirklich einen großen Rasenmäher haben, der dauert dann keine 2 Minuten, dann ist das hier nämlich fertig. Aber hier mit dem kleinen Handrasenmäher, dauert dann immer eine kleine Zeit. Aber haben wir ja Gott sei Dank gleich geschafft. Weil wenn der Rasen hier erstmal komplett voll ist, über das ganze Feld und dann mit dem Handrasenmäher, ja, das kann dann schon mal ein bisschen dauern. Weil hier in jeder Ecke, Katze, geh mal weg. So. Perfekt, dann haben wir das auch schon mal. Erledigt. Die würde ich hier gleich mit drin packen als guten Dünger. So, perfekt. Den Müllsack hier noch entfernen. Ja, haben wir ein bisschen blöd hingestellt. Na gut, okay. So, wie sieht's denn hier aus? Mittlere Qualität. Erntereif ein Tag. So, dann schauen wir hier noch mal rein. Wie gesagt, dafür brauchen wir dann 19 Taler. Müssten wir dann auf jeden Fall am nächsten Tag hinkriegen. So, dann hauen wir uns hier mal rein. Und der Rasen wächst hier schon wieder ein bisschen nach. Wo wir eigentlich eben alle drunter hingelegt haben. Machen wir mal schnell.
Okay, wie sieht's hier aus? So, der müsste hier schon fertig sein. Sehr schön. Okay, dann können wir hier gleich den Dünger nochmal nehmen. Für unsere Paprika. So, dann hätten wir schon mal wieder 60%. So, wie sieht es denn hier aus? Gute Qualität. So, erstmal gießen natürlich. Dann werden wir mal den Düngen. So, Paprika ist immer noch mittlere Qualität. Wir werden vielleicht später sowieso noch mal hier alles anders stellen. Den könnten wir eigentlich sofort umbauen. Das werden wir natürlich auch gleich mal machen. Aber wo hinten? Erstmal die Frage. Ich würde sagen, wir bauen ihn erstmal hier hin, weil hier wächst schon überall das Gras. So, die Steine könnten wir eigentlich mal nehmen. So, müssen wir mal ein bisschen gucken. Den könnte man noch ein bisschen drehen. Dann packen wir die Steine erstmal hier so hin. Mach mal eine kleine Umrundung. Und dann passt es schon. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal hier bewässern. Und neue Aufgabe. Wanderer haben sich beschwert, dass neben deinem Grundstück lauter Müll im Wald herumliegt. Irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte? Dieses Mal räume ich das für dich auf, aber du trägst die Kosten. Ja. 40 Taler. Ja, das machen wir, aber dafür müssten wir dann die Chili ernten. Zwar nur mittlere Qualität, aber das müsste auch erstmal reichen. Also kriegen wir nicht viel. Hier hat sich wieder ein Unkraut versteckt. Und theoretisch könnten wir eigentlich so ein Kompostor bauen, kostet 80. Machen wir mal, weil wir brauchen das ja sowieso. Dass die mal ein bisschen Geld drin kommt. Und den könnten wir theoretisch gleich mit hier hinbauen.
Ja, so lässt sich doch auf jeden Fall schon mal sehen. Zweimal Unkraut. Wo liegt das böse Unkraut? Bestimmt irgendwo zwischen der Paprika, habe ich mir schon beinahe gedacht. So, wo ist das andere böse Unkraut? Hat sich gut getan. Getarnt, versteckt. So. Primelsaat. Die stängellose Schlüsselblume Primula vulgaris ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Primeln. Primula. 28. Dauert ungefähr 6 Tage. Ich würde auch mal sagen, 168 ist schon krass teuer. Aber machen wir mal. Später werden wir das dann noch ein bisschen einzäunen alt. Und zwar mit den... Jetzt muss ich erst mal gucken, wo das war. Ne, hier war das nicht. Eine Bank brauchen wir erstmal gar nicht. Holzstütze auch nicht. Hier, den Pflanzenstab. Den brauchen wir später. Auf jeden Fall. Damit werden wir dann hier ein paar Sachen einzäunen. So, die würde ich sagen, packen wir. Ja, wir können das auch mal hier hinpacken. So, erstmal 6 Stück. Blöcke, 5 Primeln. Erstmal auch in der Standardqualität, geht davon mal aus. Erntereif in 6 Tage. Gut gewässert. Eigentlich könnten wir die auch schon ernten. 2 Stück, ja. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon mal erledigt und wir können eine neue Aufgabe beantragen. Mir scheint, du hast so langsam den Dreh raus mit der Kunst des Gärtners. Aber halt mal schön den Ball flach. Schauen wir mal, ob du Ernte mit brillanter Qualität hervorbringen kannst. Je höher deine Erntequalität, desto mehr Ertrag bringen die Pflanzen. Ernte viermal Lauch. In brillanter Qualität. Gut, das ist erstmal mittlere Qualität. Das heißt, wir müssen den Lauch dann später oder besser gesagt danach ein bisschen düngen, dass er dann auch seine brillante Qualität bekommt. Das ist die höchste Qualität, die du natürlich hier erreichen kannst. Ne? Du kannst natürlich auch schon vorbauen, ne? Vorpflanzen. Sag ich mal, und wir könnten Chili noch mal bauen, Paprika könnten wir noch mal einpflanzen, Pilze, Lauch, die Peperoniden könnten wir noch mal machen, die Primel könnten wir noch mal machen, aber müssen halt auch aufpassen wegen unserer Taler. Wir könnten den Beifuß nochmal nicht ernten, sondern auch pflanzen. Ne, da könnten wir nochmal 2 nehmen. Ein Randstein bräuchten wir theoretisch später auch. Mit dem Pfad, das sind so eine kleinen Steine. Ja, das brauchen wir später auch. Dann können wir unseren
Weg bauen. Und dann müssen wir halt hier noch die andere Hälfte freischalten. Wir könnten hier auch noch so eine kleine Hecke bauen. Die könnten wir dann hier so hinpacken, die Hecke. Aber wie gesagt, schauen wir mal. So, den könnten wir eigentlich theoretisch schon mal hier hinpflanzen. Dass wir das Beet hier auch mal nutzen. So, hier, der muss auch noch. So, dann sind wir ja hier erstmal durch. Ich denke mal, am nächsten Tag werden wir dann den Lauch düngen. Und wie gesagt, hier mit den Primeln, das dauert ein bisschen, erntereif in 6 Tage. So, das ist hier auch alt okay. Fertigkeitspunkt. Machen wir mal den Florist. Machen hier erstmal Feierabend. Tag Nummer 11. Ja, mit den Rasen. Sieht noch gut aus. Oh, hier wächst schon wieder Unkraut. Jetzt werden wir natürlich hier gleich entfernen. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. So, der ist schon mal wieder voll. So, 2-mal Unkraut. Ja, hat sich hier wieder versteckt, das Unkraut. Ja, wir brauchen dann auch noch eine viel größere Gießkanne. Die schalten wir dann frei, wenn wir hier das nächste Abteil freischalten. Natürlich, je mehr man pflanzt, umso mehr muss man natürlich hier auch gießen. So, mittlere Qualität, das werden wir jetzt ändern, wenn wir den Lauch hier erstmal düngen. So, denke mal, das war schon. Könnten die Pepper Omi noch ein bisschen düngen. Aber ich würde sagen, wir machen mal hier die Primeln. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. So, das bringt nämlich alles auch ein bisschen Geld drin hier. Und das Geld könnten wir gut gebrauchen. Gute Qualität, brillante Qualität haben wir hier schon. Hierher die Qualität.
umso mehr Geld bekommen wir. Könnten uns hier noch ein paar Steine holen oder wir bauen hier wirklich mal eine Hecke. Da müssen wir mal gucken, wie viele wir hier brauchen. Aber das sind bestimmt schon 2, 4, bestimmt 20. Aber das wäre dann auch zu teuer. Obwohl sie halt nur 5 Taler kosten. So, was könnten wir hier noch pflanzen? Die Primel haben wir schon. Ja, wir könnten die Randsteine nochmal nehmen. Aber hier bräuchten wir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 oder 11 Stück nochmal. Aber das ist dann auch ganz schön teuer. Ich nehme erstmal 5. Weil wir müssen wirklich erstmal ein bisschen extrem mit Geld verdienen. Oder wir müssen wirklich mehr pflanzen, um wirklich Geld zu kriegen. Natürlich, je mehr wir pflanzen, umso mehr Geld kommt natürlich drin. Ja, das passt schon mal. Irgendwo ist hier noch Unkraut versteckt. Hat die Katze wahrscheinlich schon aufgefressen. Das könnte man nämlich auch schon mal abbauen. Dann ist es nämlich auch schon mal weg. So, hier haben wir nämlich auch schon alles abgeruppt. Ja, und mehr können wir hier auch erstmal nicht machen. Erntereif in ein Tag. Und das ist hier alles noch mittlere Qualität. Also das heißt, wir müssten da noch ein bisschen warten. Erntereif 2 Tage. 5 Tage. Ja, das wird langsam. Bauen wir uns mal hier rein. So, der Rasen wächst noch nicht so extrem. Am besten ist, man hat dann überall brillante Qualität, aber sehr mühsam. Man müsste viel mehr düngen. So, wie sieht es denn hier aus? Mittlere Qualität. Oh, noch mittlere Qualität. So, werden wir hier nochmal den Lauch düngen. Also viel Lauch habe ich hier nicht gepflanzt. Da könnten wir eigentlich gleich nochmal eine Packung holen.
Weil ich denke schon, dass wir später auch nochmal extrem viel Lauf brauchen. Ja, hol ich nochmal 4. Und die Pflanzen waren natürlich. Gleich dahinter. Oder daneben besser gesagt. Können wir den Lauch hier nochmal düngen? So, dann ist hier auch erstmal alles bewässert. Machen wir mal den Landwirt. Hier soll noch 4-mal Unkraut sein. Aber weit und breit. Ist hier nichts zu sehen. So, alles hier brillante Qualität. Von dem Zeug könnten wir eigentlich auch noch viel mehr pflanzen. Da machen wir auch noch mal so ungefähr 6 Stück. Bringt natürlich alles Geld. Und Geld brauchen wir, um uns hier wirklich die neuen Sachen zu kaufen. Wir müssen dann hier noch diese Abteil freischalten. Der kostet dann auch noch mal so ungefähr 600 oder 700. So, wo packen wir die hin? So, dann können wir das hier gleich gießen. Ja, Primien halt, wie gesagt, das dauert immer ein bisschen. 4 Tage. Bis der Lauch hier auch seine brillante Qualität bekommt. Dauert auch ein bisschen. Aber wie gesagt, wir geben uns hier auch Mühe. Hier wären Paprika. Na, wie viele könnten wir da nehmen? Machen wir mal 3 Stück. Die packen wir gleich hier mit hin, dass es hier auch alle gut gefüllt ist. Ey, runter von meinem Bild hier, ey. Ich muss das hier bald mal abzäunen. Weil das ist mir nicht, wenn die Katze hier ständig auf mein Beet hier rumhampelt. So, sieht doch schon mal gut aus. Mittlere Qualität, also wir könnten sie schon ernten. Oder besser gesagt pflücken. Mittlere Qualität, oder wie gesagt, wir warten noch einen Tag. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser mit guter Qualität.
Hier könnten wir noch ein bisschen Chili anbauen. Auf der Seite. Wie teuer war Chili? Ja, komm. Nehmen wir noch mal 2. Und dann denke ich, reicht das erstmal, was wir hier gepflanzt haben. So, das ist hier mittlere Qualität. Gut, hier hätten wir noch eine hinpacken können. Komm, wir machen das nochmal. Und dann ist es nämlich auch ganz ordentlich. Ja, mit dem Unkraut ist das ein Problem. Das Unkraut finde ich hier überhaupt nicht. Bin hier schon immer komplett durchgegangen, aber das hat sich echt gut getan. Ich habe hier wirklich schon alles abgegrast. Weil das Problem ist, wir haben dann später dann auch keinen Dünger. Das ist dann nämlich das Problem, was wir dann hier haben. Ja, hier ist eins. Guck dir das an, ey. Die haben sich hier gut versteckt, ey. Guck mal, zwischen den Grünen, was man gar nicht so sieht. So, werde ich hier mal nochmal alles abgrasen. Ah gut, der Dünger ist erstmal gerettet. Das ist nämlich sehr wichtig, dass wir immer den nächsten Tag Dünger haben. So, dann ist hier noch irgendwo ein Unkraut, aber das werden wir mal am Leben lassen. Das werden wir später schon finden. Hier könnten wir später dann hier so eine Art Weg bauen. Müssten wir dann mal gucken, wie wir das dann am besten dann alles machen. Soll ja schon nach was aussehen. Oh. Das sieht natürlich hier nicht schick aus. Das nehmen wir am besten gleich mal runter hier. Dann ist das nämlich weg. Hier schon alles perfekt aussehen. Ja, da hinten geht es dann auch noch weiter. Also man hat hier schon ordentlich zu tun. So, den Müllsack nehmen wir natürlich mit. Unkraut nehmen wir gleich mit.
Ist weg. So, den Dünger nehmen wir mit. So, das wächst alles. Hier ist wieder ein Unkraut. So, das wächst hier alles. Wir müssen dann sowieso gleich nochmal gießen. Wir müssen so schnell wie möglich 600 Taler zusammenkriegen, dass wir dort das nächste Abteil öffnen können. Eine Ladung für die Paprika, für die Chili hier. Später holen wir uns auch noch hier so eine Selbstbewässerungsanlage, besser gesagt so ein Sprinkler. Der bewässert dann das hier alles automatisch. Das spart uns natürlich auch eine Menge Arbeit. So, wie sieht es denn hier aus? Immer noch mittlere Qualität. Ah, der Lauch, der wird hier langsam. So, was könnte man noch düngen? Ja, hier ist wieder so ein Unkraut, muss natürlich weg. Also theoretisch könnten wir noch mal Primeln kaufen, weil wir brauchen bestimmt später noch mal was. Davon geht nämlich aus. Aber das ist auch ziemlich teuer, weg da noch mal 6 hole. Das ist nämlich richtig, richtig teuer. Das könnten wir hier schon mal ein bisschen ernten. Irgendwie muss da der Geld hier irgendwie in die Kasse kommen. So, was haben wir denn hier schönes? Die Brunkwindensaat. Leberbalsam. Leberbalsam. Nehmen wir mal 5. Die Brunkwinden zählt zu den Pflanzenfamilien der Windengewächse. Und Leberbalsam, der gewöhnliche Leberbalsam, ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblüter. Ne, wir wollten die Brunkwinden. Ja, komm. Holen wir mal 6 Stück. Den pflanzen wir dann natürlich alles auf der anderen Seite.
Und sobald wir wieder ein bisschen Geld hier reinkommen, werden wir auf jeden Fall die nochmal diese Primeln holen. So, Müllbeseitigung muss sein. So, wo pflanzen wir das denn hin? Davon haben wir 6 Stück. So, die werden auch richtig groß, denke ich mal. Also behaupte ich mal. Ja, und die, was jetzt so ein kleinen Pflanzen sind, die könnte man natürlich. Hier mit hinpacken. So, das wird natürlich nicht reichen. Im Lager können wir dann später auch, wenn wir richtig viel Dünger haben, und wir haben hier zig von diesen Komposter, da könnten wir die Dinger so dort sofort einlagern. Das spart dann nämlich auch eine Menge Platz. Und das werden wir dann auch mal bald machen. Wenn wir hier noch einen dritten hinstellen, hier so einen vierten, die Bank werden wir natürlich noch irgendwann woanders hinstellen. Dass wir dann auch später hier diese Dünger hier wirklich einlagern können. Was wir noch machen könnten ist, ja, wir könnten auch hier noch was hinpflanzen. Und die Bank müssen wir dann wirklich mal woanders hinstellen. Stellen wir es mal dorthin. So, das muss sich natürlich auch alles ein bisschen passen. Hier stellen wir dann noch einen dritten Kompostor hin. Hier haben wir einen Goldnugget, der kommt gerade rechtzeitig. So, das muss natürlich weg hier. Und hier werden wir dann so einen kleinen Weg basteln mit Stein. Hier so lang zum Lager. Und zum Laden. Das ist natürlich dann hier der sogenannte, nicht der Randstein, sondern, wo war denn das da? Hier, dieser Pfad, ein kleiner Pfad aus Stein, den werden wir dann hier überall mit hinpacken. Und dann sieht es hier nämlich richtig schick aus. Da brauchen wir, wie gesagt, halt noch so eine kleine Erweiterung. Gartenerweiterung. Und natürlich baue 15 Randsteine. Randsteine. Ja, das ist erstmal kein Problem. Davon bräuchten wir dann 8 Stück. Ja, und dann sieht es hier irgendwann später richtig schick aus. Dann speichern wir hier erstmal ab und machen hier erstmal Stopp. Dann bedanke ich mich schon mal für Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein und bis dann.